Hallo Leute und willkommen beim Sparmag. Wie versprochen sitze ich hier mit dem Technik-Faultier und wir wollen heute mal nur über das Huawei Mate 9 sprechen. Ein sehr, sehr interessantes Smartphone für mich, ehrlich gesagt nach wie vor eines der Highlights dieses Jahres. Wir haben das jetzt beide über 3 Wochen getestet und wir können einiges erzählen. Ich fange einfach mal an, Technik-Faultier, gib uns doch mal schnell die technischen Daten durch, damit wir zumindest das auch geklärt hätten. Ist ja auch immer ganz interessant. Machen wir es kurz und schmerzlos. Wir haben die Mate-Reihe. Mate bedeutet groß und langer Akku. 5,9 Zoll Display bei einer Full-HD-Auflösung. IPS. Ja, okay, nehmen wir auch noch mit. Und ein 4000 mAh großer Akku. Das sind erstmal so die Knallerwerte, die ins Auge fassen. Also großes Display und großer Akku. Unter der Haube gibt es dann noch den neuen Kirin 960 und 4 GB RAM. So, was willst du sonst noch hören? Naja, also du hast eigentlich schon das Wichtigste zusammengefasst. Aluminiumgehäuse, oh. Dual-SIM würde ich noch erwähnen, weil das finde ich auch immer... Nicht bei allen, es wird auch eine Single-SIM-Version... Eine Single-SIM-Version in Deutschland geben, also wo quasi nur eine SIM-Karte reinkommt. In beiden Fällen könnt ihr den Speicher erweitern. 64 GB intern und der kann eben erweitert werden. Ja. Und was wir noch erwähnen sollten, ist... Supercharge. Ah, Supercharge, genau. Supercharge darf auch nicht fehlen. Wobei man da auch sagen muss, ja, ihr kriegt das Gerät von 0 auf über 50% in einer halben Stunde. Aber bis es dann letztlich endlich voll ist, so ab 80, 90, dann nimmt dauert es doch so seine aber Zeit. Ist trotzdem eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Mate 8, muss man auch ganz klar sagen. Vor allem bei so einem großen Akku eigentlich unumgänglich irgendwie. Hast du schon was zu der Hauptkamera gesagt? Welche von den beiden ist denn die Hauptkamera? Meinst den du etwa? Hauptkamera. Also für mich ist das alles eine einzige große Leica-Kamera. Ja, aber hat denn jetzt den Hauptkameras 20 oder 12 Megapixel? Weil wir haben hier wieder diese lustige Kooperation. Also was heißt lustige? Nein, wir haben die ernsthafte Kooperation mit Leica, aber wieder die lustige Kamerakombination aus einem 12 Megapixel Farbsensor und einem 20 Megapixel monochromen Sensor, wie wir es schon aus der P9-Reihe kennen. So, und das Konzept hat man hier fortgeführt, bastelt zusammen echt brauchbare Fotos oder richtig gute Fotos, wenn man genügend Licht hat. Da bin ich hellauf von begeistert. Wenn, bei mir ist es so, sobald die Lichtqualität aber nachlässt, dann kriegt man auch ein Bildrauschen, es wird pixeliger. Da gehe ich dann sehr oft hin und wechsle dann nur auf den monochromen Sensor und mache dann einfach bei Nacht einfach Schwarz-Weiß-Fotos. Und die sehen dann also gefühlt wieder richtig geil aus. Ich muss sagen, ich bin echt angetan von der Kamera. Sie ist auch noch mal besser als die im P9, finde ich. Ja. Ich finde auch diesen zweifach optischen Zoom, der eben möglich wird, der ist wirklich gut. Also wenn das Licht stimmt, und das haben die auch besser hinbekommen als Apple, weil der Qualitätsunterschied ist nicht so krass. Er ist eigentlich fast gar nicht da. Also hör nicht hin. Wie gesagt, also ich bin von der Kamera echt angetan. Ich stimme dir zu. Bei guten Lichtbedingungen kann man wirklich sehr, 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 sehr schöne Bilder machen. Ja. Ich mag auch diese Leica-Farbprofile. Ich habe in China viel mit diesen... Ja, das lachst du jetzt, aber man spart sich einfach die Nachbearbeitung. Klar ist das dann irgendwie alles andere als realitätsgetreu, aber es kreiert einen coolen Effekt. Und ich glaube, das ist auch das Ziel von Leica. Das ist auch bei den Leica-Kameras so. Die wollen nicht irgendwie die neutralsten, die schärfsten, die besten Bilder, sondern es sollen halt einfach coole Aufnahmen werden und das klappt damit ganz gut. Der professionelle Modus ist wirklich ordentlich, da kann man auch bei schlechteren Lichtbedingungen noch mal einiges rausholen, aber ich stimme dir zu. Also ich habe in meinem Review gesagt, sobald es nicht komplett dunkel, also klar ist es komplett dunkel, da geht eh überhaupt nichts, aber sobald ein bisschen Licht da ist, also stell dir vor, du bist irgendwo in der Großstadt, es ist klar irgendwie, es ist dunkel, aber es ist dann doch irgendwie im Zentrum mit vielen Werbereklamen und so weiter, ist es doch einigermaßen hell. Da kann man schöne Bilder machen. Ich finde vor allem auch mit dem Monochrom-Modus hast du recht. Aber sobald es dann halt wirklich mal richtig dunkel wird und nur noch ganz wenig Licht da ist, enttäuscht die Kamera leider im Vergleich zu einem iPhone und meiner Meinung nach auch vor allem zu einem Galaxy S7 Edge. Das ist da immer noch besser. Wobei ich da sagen muss, gerade wir waren ja lustigerweise beide mit unseren Geräten in asiatischen Großstädten und konnten die Lichter der Nacht fotografieren. Gerade so Stadtaufnahmen, wo es dann relativ ruhig ist, wo ich nicht viel Bewegung habe, wo ich dann die Leute genial, kann, die sehen richtig, richtig, richtig fantastisch aus. Aber wenn ich dann sozusagen selber mein Gesicht vor diese Leuchtreklame dann halte, dann lässt die Kamera dann auch wieder nach. Also da ist dann, also es ist beeindruckend bei genug Licht und bei ruhigen Nachtszenen sozusagen oder bei diesen Großstadtszenen, das ist toll.
aber auch hier ist noch Luft nach oben, sagen wir einfach mal nicht. Was mich sehr freut bei der Kamera ist, dass wir jetzt auch endlich eine 4K-Videoaufnahmefunktion hatten. Huawei hatte ja letztes Jahr bei dem Huawei oder Nexus 6P war es das erste Mal. Dann haben wir kurz vor dem Mate die Nova-Smartphones vorgestellt bekommen, wo wir schon 4K hatten. Und jetzt haben wir das erste Mal 4K-Videoaufnahmen mit einem Kirin-Prozessor. Deswegen auch der neue Kirin 960. Die früheren Kirins haben da kein 4K-Codec oder Formatierung oder Bearbeiten oder Aufnehmen, konnten die einfach nicht. Und deswegen hat man sich da mal mit Snapdragons beholfen. Jetzt kann man aber auch 4K im eigenen Haus. Und da muss ich sagen, ja, von den Videoaufnahmen, man merkt nochmal, dass es mit mehr Pixeln aufgenommen ist. Ich würde aber auch mir da noch mal ein bisschen mehr wünschen. Und vor allem, was mir aufgefallen ist, die Bildstabilisation funktioniert nicht bei den 4K-Videos. Und das ist dann doch ein bisschen ruckelig. Deswegen habe ich es mir angewöhnt, hiermit, wenn ich Videos filme, dann doch lieber mit Full HD. Aber die werden dann nett. Ich komme auch gleich zum Thema Video. Ich will vorher nur noch dieses Bild zeigen, weil wir eben drüber gequatscht haben. Also das ist die Skyline von Shanghai. Ich hoffe, das kommt einigermaßen drüber. Das Bild schaust dir auch mal an. Also das sieht echt gut aus. Da kann man nicht meckern. Aber da ist halt genau das, was ich gesagt habe. Da ist genügend Licht da. Und es bewegt sich nichts. Genau, und es bewegt sich nichts. Jetzt zum Thema Video. Ich habe dir eben nur halb zugehört, weil ich das Bild gesucht habe. Aber ich habe die Quintessenz natürlich mitbekommen. Aber was du, glaube ich, noch gar nicht angesprochen hast, ist der Codec, oder? Das H265. Oh, ja, stimmt. Und das ist für mich so dieses K.O.-Kriterium, wo ich sage, klar, wenn ich die Videos nur aufnehme, um irgendwie sie auf dem Smartphone anzuschauen und nichts damit irgendwie machen will, aber sobald ihr die auf euren Computer spielen wollt und vielleicht bearbeiten wollt oder zusammenschneiden wollt, der Codec macht Probleme. Es gibt kaum Schnittprogramme, die mit dem Codec zurechtkommen und der OS X funktioniert da quasi überhaupt nicht, wenn man sich nicht irgendwelche Extensions lädt oder umkommt. Die leiden der Mac-Nutzer, aber da muss man auch sagen, da kann das Mate leider noch nichts für. Also ich denke mal, ganz ehrlich, wieso bringt man nicht einfach die Option in H264 aufzunehmen, dann wird sich keiner beschweren. Wobei ich sagen muss, ich habe den Unterschied bei dem Codec gemerkt. Also Pi mal Daumen. Ja, auf jeden Fall. Eine Minute in Full HD Film verbraucht irgendwie so 100 bis 120 Megabyte. Eine Minute dann in 4K mit dem H265 Codec verbraucht jetzt nicht, ich sag mal wie beim iPhone, annähernd an die 400, sondern verbraucht nur so 200 bis 250. Genau, ja. Und das ist ein riesiger Vorteil. Das sehe ich auch total ein. Da ist das Ding eigentlich gerade nur ein bisschen seiner Zeit voraus, bis die ganzen Schneideprogramme das auch vernünftig nativ unterstützen, ohne dass man vorher noch umrechnen muss. So, und ich wollte hier Franz noch geben. Guck mal hier, das ist so eine normale Straßenkreuzung in Tokio und da haben wir auch genau das Gleiche wieder. Die Hochhäuser hinter mit den Werbereflektionen und die Brücke. Sieht schön aus. Wenn man dann aber hier vorne die Bewegungen dann nochmal von den Autos und den Leuten sieht, da wird es dann pixelig. Gar nicht mal unscharf, dass sie sich bewegen, sondern naja, aber das auch noch. Ich wollte einfach auch noch ein Foto in die Kamera machen. Nee, also wie gesagt, ich glaube, wir können zusammenfassen, bei der Kamera hat sich einiges getan. Es gibt definitiv immer noch Luft nach oben, aber ist ein Highlight, oder? Und wir hätten beide keine Probleme, da das Ding jetzt, wenn wir als einzige Kamera mitzunehmen für unsere Fotos, die wir dann von solchen Trips machen oder Urlauben oder sowas. Das nächste Highlight oder zumindest auf dem Papier Highlight ist natürlich der Akku, worüber viel gesprochen wurde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir eben vorher auch schon ein bisschen drüber gequatscht. Sind wir beide, nicht enttäuscht ist das falsche Wort, aber ich glaube, wir haben uns beide ein bisschen mehr erhofft, weil die Mate 3 stand einfach immer für geniale Akkulaufzeiten. Ich habe das Mate 8 geliebt. Ich habe damit tatsächlich 1,5 bis 2 Tage geschafft, was für mich schon echt viel ist. Damit komme ich jetzt locker durch den Tag. Ich schaffe auch öfter mal so 1,5 Tage, aber mehr halt leider nicht. Ich schaffe so 6 Stunden Display on Time. Und das waren beim Mate 8 leider 8 bis 9 Stunden. Ich habe folgende Beobachtungen gemacht. Lassen wir einfach mal GPS raus, weil das ist gerade das, was richtig Strom verbraucht. Dazu gleich mehr. Wenn ich es ganz normal nutze, dann passiert es mir so, ich sag mal, in 2 Dritteln der Fälle oder in 80 oder in 4 von 5% der Fällen, die Akkulaufzeit ist super. Also da habe ich nichts dran auszusetzen, ich komme wunderbar durch den Tag. Aber jedes dritte, jedes vierte Mal schießt dann da irgendein Android-Systemprozess da rein und saugt den Akku. Innerhalb von kürzester Zeit verliert er dann mal eben 20-30%. Dann hatte ich am Ende des Tages irgendwie, da gibt es ja diese Übersicht, 40% hat nur die Software Strom verbraucht. Schön, dass du das auch hast. Schön, also was heißt schön, aber das ist ein Fehler, der halt dann... So, und da merke ich dann einfach, da ist noch irgendwie die Software noch nicht komplett ausgereift. Jetzt ist es natürlich so, gerade werden die Geräte jetzt ausgeliefert, auch noch mit dieser Version, die wir auf dem Launch-Event drauf hatten. Aber am 30. November, das heißt, es sollte eigentlich schon ausgeliefert sein, wenn ihr dieses Video jetzt seht, da soll nochmal die
wirklich finale Software ausgeliefert werden per Update. Und da ist meine Hoffnung, dass sich die Akkulaufzeit nochmal deutlich verbessert. Das Potenzial ist da. Denn wenn diese Systemdinger nicht eingreifen, und vor allem, wir haben es ja bei den früheren Geräten gesehen, und der neue Kirin soll ja nochmal stromsparender sein. Und wir haben nach wie vor nur eine Full-HD-Auflösung. Mhm. Da muss eigentlich, sage ich, mehr drin sein. Wo ich auch noch habe, und jetzt sage ich den zweiten Teil, sobald ich damit rumnavigiere, was ich dann im Urlaub auch oft gemacht habe, dann läuft man damit halt oder fährt eine Stunde U-Bahn und hat dann immer das GPS-Modul an. Das knabbert ganz schön am Strom. Also da kann ich wirklich zugucken. Also wenn ich hier mit rumnavigiere, 3-4 Stunden ist dann aber auch wirklich Schicht. Also dann ist es leer. Also da hoffe ich dann auch noch auf das Update, dass da vielleicht noch was kommt. Gut, dass wir uns da einig sind, weil man liest so viele Tests, wo irgendwie der Akku in den Himmel gelobt wird, wo noch das ich halt ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, wo ich mir dann teilweise denke, haben die Leute das Ding auch wirklich im Alltag benutzt oder haben die einfach nur quasi ein Video 10 Stunden durchlaufen lassen? Ja. Weil, und dann vermutlich auch noch im Flugmodus. Das ist halt... Das Wenn ich einfach Netflix drauf gucken würde, ohne dass irgendwas passiert, ohne dass ich es bewege oder sowas, dann kriege ich wahrscheinlich auch 8-9 Stunden Onscreen-Zeit raus. Aber das hilft mir halt im Alltag wenig. Ja. Highlight für mich ist definitiv auch das Display. Das gefällt mir richtig gut, obwohl nur Full HD, tolle Farbdarstellung, guter Weißwert. Ich habe von einigen Kollegen gehört, sie finden den Schwarzwert nicht so gut. Den finde ich absolut normal für ein IPS. Klar, ist kein AMOLED-Display, aber für ein IPS-Display ist der Schwarzwert ordentlich. ansonsten, auch von der Helligkeit bin ich echt angetan. Also die Helligkeit haben sie nochmal verbessert im Vergleich zum Mate 8. Bei der Helligkeit habe ich beim ersten Eindruck eigentlich gedacht, ach, da geht doch noch was. Also hätte ich mir heller gewünscht. Jetzt, wo ich es wirklich draußen 2 Wochen, ich war ja ständig unterwegs, genutzt habe, reicht dicke aus. Also die Helligkeit ist supi und auch die Auflösung. Da sagen ja dann viele, ach, wir haben hier fast 6 Zoll Display, wie kann man da nur Full HD verbauen? Andere verbauen in kleineren Displays QHD-Auflösung. Nee, wir sind da gut über diesen 300 PPI-Werten und das reicht einfach dicke aus. Es sieht wunderbar aus. Und solange ich hier nicht in irgendwelche VR-Welten abtauchen will. Aber da reicht auch WQHD nicht. Genau, also, das ist unser Standard. Nichts vormachen. Nächster Punkt, was mir auch gut gefällt, ist die Performance. Wir haben den Kirin 960, der neueste Prozessor von Huawei, Octa-Core 2,45, glaube ich, waren es sogar, oder waren es 2,4? 2,4 Gigahertz waren es Maximaltakt. Genau, ein Kirin 960. Ja. Okay, okay. Also ihr merkt schon, das Technik-Fault hier gibt sich nicht mit Zahlen ab, aber ich glaube, es waren 2,4 Gigahertz. 4 GB RAM und die Performance ist wirklich gut. Ja. Auch hier gibt es bei der Software, hattest du diesen Helligkeitsbug? Ich habe hier und da mal so Grafikfehler oder Anzeigefehler beim Rotieren und sowas. Ich hatte so einen Helligkeitsbug. Also ich habe das Ding genutzt und ich habe halt entweder Autohelligkeit eingestellt oder manuell so im Flieger 30%, 40% und nach kurzer Zeit hat sich die Helligkeit voll hochgeregelt auf 100%. Huawei meinte zu mir auch, das wäre bekannt. Mhm. Das würde auch gefixt werden mit dem nächsten Update. Komischerweise ist das bei mir jetzt schon seit einigen Tagen von selbst verschwunden. Hatte ich nie. Also Helligkeitssteuerung. Kannst du froh sein, weil das war wirklich extrem nervig. Aber ansonsten die Performance wirklich ordentlich. Lautsprecher will ich ganz kurz noch was zu sagen. Gut. Die sind auch gut. Ja. Weil, vor allem, ich glaube, auf der Präsi wurde nichts zu das gesagt. Ich eben sagen, dass es ging etwas unter. Ja, dass es Stereo ist. So richtig ist es aber nicht wirklich Stereo, weil auch wenn ich es dann horizontal halte, kommt dann hier aus dem normalen Lautsprecher viel mehr, dass ich immer merke, der Ton kommt von dieser Seite. Aber ja, der Kleine da oben, der normale Telefonlautsprecher, spielt da ein bisschen mit und bringt dann irgendwie die hohen Töne rüber oder irgend sowas. Auf jeden Fall, das, was am Ende bei euch ankommt, ist ein gut klingender Lautsprecher und der ist auch laut. Leider nur USB Type-C auf 2.0er Basis, kein 3.0 oder 3.1. Das ist etwas schade. Brauche ich ja nicht, die 4K-Videos werden nicht so groß. Das ist natürlich auch ein gutes Argument. Leider auch nicht wasser- oder staubdicht. Ja. Das kennt man ja von Huawei so. Ansonsten aber fallen mir kaum noch Nachteile ein, ehrlich gesagt. Nö, überhaupt nicht. Das Einzige, was ich mir hier und da wünsche, ist, also was heißt wünsche? Ich war immer die ganze Zeit im Urlaub, habe ich mir gedacht, nettes Teil, es ist groß, aber es ist handlich in der Hand. Es ist das, was andere Geräte, andere Hersteller in 5,5 Zoll Gehäuse packen, machen, kriegen wir hier nochmal 0,4 Zoll mehr drauf. Ich habe mir nur hier und da gedacht, oh, es ist ein bisschen dick oder sowas. Oder es fühlt sich vielleicht ein bisschen klobig an. Das ist jetzt jemand auf hohem Niveau. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich zu Hause bin, nehme ich mir als allererstes das OnePlus 3 nochmal in die Pfoten, weil mich das so auch ein bisschen dran erinnert. Und wenn man sich die Dinge anguckt und anfühlt, ja, das OnePlus 3 fühlt sich schlanker an, aber wenn man die dann nebeneinander hält, das ist gar nicht so viel schlanker. Die sehen so, also die auch in der Dicke oder sowas, das ist
Ich weiß nicht, woran das liegt. Also das ist die Sache, die ich immer so sage, was man gar nicht so wahrnimmt, ist wie, man kann ja, sagt ja jetzt immer jeder was anderes, aber ich sage jetzt mal, wie lang so ein Gerät ist. Das nimmt man, klar nimmt man das wahr, wenn es irgendwie mal ein ganzer Zentimeter oder so ist, das fällt natürlich auf. Aber was viel mehr in der Hand auffällt, ist die Breite. Und da ist es einfach so, dass ich glaube, das OnePlus 3 ist wahrscheinlich minimal schmaler, sage ich jetzt mal, ja, also was da Ticken angeht. Genau. Ja. Aber das fällt einfach in der Hand total auf, weil klar, man hat es so in der Hand und wenn man nicht irgendwie riesige Hände hat, dann, ich finde auch, man merkt das in der Hand, aber wenn man die beiden dann nebeneinander liegt, ist es gar nicht mehr, hinlegt, ist es gar nicht mehr so viel. Fassen wir zusammen, es kommt dem Franz nicht auf die Länge an, sondern auf die Breite des Gerätes. Dazu sage ich jetzt einfach mal gar nichts, aber ich sage, ich habe damit kein Problem mehr, weil ich finde im Vergleich, ich habe vorher das iPhone 7 Plus genutzt, im Vergleich dazu, die beiden nehmen sich nicht viel und dafür bekomme ich halt hier 5,9 Zoll, wenn auch mit Onscreen-Tasten. Ja, ja gut, aber bei vielen Apps, gerade wenn ich es Fullscreen mache, ein Video schaue oder irgendwie Kindle-App oder Lese-App oder mache oder Comics, blenden sich die Tasten ja aus und ich habe ja trotzdem die kompletten 5,9 Zoll. Preis, oder was wolltest du noch sagen? Nö, ich wollte jetzt nur noch ist eine als gute Ende Sache. Noch zum 699 Euro mehr als beim Mate 8, 50 Euro mehr, glaube ich. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, für das, was man hier geboten bekommt und vor allem verglichen mit Samsung, mit Apple, ist der Preis dann doch gerechtfertigt. Ja, das ist mal ein Gerät, wo ich jetzt echt mal nach langer Zeit sage, wieder Preis geht so total in Ordnung, auch wenn man es mit der Konkurrenz vergleicht. Was ich noch sagen wollte, Fingerabdrucksensor, der beste, den ich je benutzt habe, den finde ich total gut. Also der ist super geil, super schnell. Klar kennt man so von Huawei, aber gefühlt, ich habe vor allem im Vergleich noch das Ding dabei gehabt, das Nova Plus, ist der nochmal ein bisschen besser. Das ist ja die nächste Generation jetzt. Man merkt schon einen Unterschied. Und was wollte ich noch sagen? Mir fällt es nicht mehr ein, aber irgendwas wollte ich noch. Erzähl du mal nochmal. Ich wollte nur sagen, was mich überrascht hat jetzt nochmal, dass es in Kombination, also für meinen Abschluss, dass es halt besser als die P9-Reihe ist. Ja. Das hat mich überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, Huawei macht da doch irgendwie nochmal einen Leistungsunterschied oder irgendeinen App-Stand, um halt die P9s mehr in den Vordergrund zu stellen. Nee, ist es nicht. Für mich ist das Mate 9 das beste Gerät aus dem Hause Huawei zurzeit. Da schließe ich mich an. Ich wollte noch kurz was zur Software sagen, weil wir ja jetzt Android 7.0 und die Motion UI in Version 5.0 haben, wo halt vorher schon viel spekuliert wurde, viel näher an Stock Android und was weiß ich. Muss ich ganz ehrlich sagen, von dem Update enttäuscht ist das falsche Wort, aber ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Also so groß sind die optischen Unterschiede dann leider doch nicht. Ich wollte gerade sagen, also gefühlt viele Änderungen, dass sich jetzt Kameras bei den Bildern nicht mehr dreht oder sich jetzt auch im Horizontal die Kameraeinstellung vornehmen kann. Unter der Haube hat sich einiges getan. Ja, aber optisch bin ich da total bei dir. Das wirkt hier, wenn ich dann den Homescreen habe, wenn ich dann in die Quickshot-Einstellung gehe und wenn ich dann noch in das Einstellungsmenü rüber wechsle, das wirkt noch nicht wie aus einem Guss. Ja. Da können da gibt's die noch liebe, Luft nach oben. Ja, liebe Huawei-Designer, traut euch, macht alles einheitlich. Ich habe es schon gesagt, auch als ich in China war. Hast du denen das gesagt? Auch gesagt. Weil die haben mich ganz böse angeschaut. Was man nicht vergessen darf, Huawei ist halt nach wie vor ein chinesisches Unternehmen. Und was die zu uns halt auch meinten, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Und die stehen da halt vor allem auf dieses Icon-Design und so weiter. Und das sind auch nicht wenige Menschen. Also man muss halt irgendwie versuchen, es immer allen recht zu machen. Geht wahrscheinlich nicht. Aber ja, meiner Meinung nach gibt es da auch noch Luft nach oben. Ja, oder sie könnten ja verschiedene Designs anbieten, die man dann im Huawei-Store oder vielleicht endlich kann. Stock Android, dass man so hin und her wechseln könnte. Sehr schön. Aber wir schweifen schon wieder ins Nirvana ab. Irgendwie. Das waren unsere Eindrücke vom Huawei Mate 9. Ich glaube, ihr konntet dadurch einen ganz guten Eindruck von diesem Smartphone bekommen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Sparmec-Video wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss.